Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mit einem kleinen Hinweis? Mein Gott, da bohrt jemand. Auf jeden Fall mit einem kleinen Hinweis jetzt zum AR Plus Modus. Wurde jetzt kurz angekündigt, nachdem ich mein Video gerade hochgeladen habe. Ein paar mehr Infos, ein paar mehr Details dazu. Das ist ein ziemlich langer Text. Wir überfliegen es nur mal kurz. Also das Wichtigste ist, AR Plus erstmal mit iOS 11 und iPhone 6 und höher. Muss man iPhone 5? Da irgendwo, auf jeden Fall leiden für mich, geht das leider nicht und natürlich mit dem hier eh nicht. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr iPhone-User seid, also iOS oder Android. Dann haben wir da irgendwas mit Skalierung, aber das musste man halt live sehen in Action. Jetzt darüber lesen, bringt nicht viel. Auf jeden Fall hier ein paar Bilder. Die haben halt lebensnahe Größen und sowas, lebensgetreue. Falls ein Onyx oder so ist, da muss man so raufschauen und sowas. Nicht, dass man jetzt schon voll bekloppt aussieht, wenn man ständig auf den Bildschirm schaut, beim Pokémon spielen. Jetzt läuft man auch noch so rum. Da wird jeder einen anstarren. Aber wen juckt's, wenn es dafür genug, darauf kommen wir gleich noch, wenn es dafür genug Bonus gibt, mehr EP und Staub, dann kann man das auf jeden Fall schon mal machen. Also Bewusstsein. Es gibt dann so eine Anzeige. Seht ihr hier unten. Und die merken dann, ob ihr da seid, eure Anwesenheit und so. Und wenn das dann voll ist, dann fliehen die. Und falls die fliehen, dann sind die noch nicht komplett weg. Dann sind die irgendwo im Gras und dann habt ihr noch eine Chance, euch da anzuschleichen und sowas. Aber ich denke mal, wenn ihr einen Ball werft und die dann fliehen, dann sind die trotzdem immer noch ganz weg. Und nicht dann irgendwo im Gras versteckt. Ja, und dann auf jeden Fall hier am Ende noch ein Bonus. Und zwar mehr Staub und mehr EP. Und das war's eigentlich. Teilt es. Hashtag, bla bla bla, Social Media. Liken, subscribe, kommentieren. Dann auf YouTube. Gibt schon ein paar Beispiele, die schauen wir uns jetzt mal an. Übrigens, Portugal, klickt der Typ da einfach an. Also, Portugal auf jeden Fall demnächst im Spiel. So. Er aktiviert erstmal das Gras. Das Gras sieht ganz cool aus. Und da, wo es sich bewegt, ist wahrscheinlich ein Pokémon. Okay. Boah, das ist ganz weit weg. Ah, das ist ein neuer, dieser Fisch. Die Frage ist, ob man von so weit hinten werfen kann. Bevor er es halt bemerkt. Okay, abgehauen. Nicht gut genug geschlichen. Okay. Okay. Es kommt darauf an, wie nah man ist und wie schnell und plötzlich man sich bewegt. Okay. Naja. Bis er das mal gefangen hat, habe ich mit dem Klicker und einfach so bereits 10 Pokémon gefangen. Also das muss schon extra viel Staub und EP geben, damit sich das lohnt. Okay, er kann nicht mal werfen, was ist das? Wartet mal. 1200 EP. Aber das ist sein erstes Pokémon am Tag, das er gefangen hat. Ich weiß gerade nicht, was der normale Bonus ist. Ich glaube, 500 Staub kriegt man für das erste Gefangene. Und 750 EP kann das sein. Oder 7 oder 500? Oder 1000? Boah, keine Ahnung. Schreibt das unten in die Kommentare, falls ihr es wisst. Wie viel Staub und EP kriegt man für das erste Pokémon, das man fängt am Tag? Und anhand dessen
können wir uns ausrechnen, wie viel das extra gibt, dieses AR Plus. Und warte, da steht's eigentlich. Expert-Händler, 100 EP mehr. Okay. Lohnt sich ja voll. Alter. Ja, das war's. Ein kleiner Einblick zu dem neuen Modus. Ich habe gerade ein Update runtergeladen, aber das AR Plus ist erstmal nur für iOS anscheinend. Aber eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin davon nicht so begeistert eigentlich. Aber aus dem Video kann man sehen, Botugel ist da und die neuen Gen 3 Pokémon. Die müssen auf jeden Fall, wenn nicht sogar heute, aber ich glaube morgen Abend spätestens, dann aktiv sein. Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Den AR Plus Modus, naja, wir werden sehen. Also das war's von mir. Kleiner Zusatz zu dem Video davor. Schaut euch das auch noch an. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.